Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, knapp über 36 Euro, das ist der Betrag, den ein Mensch monatlich für Strom zur Verfügung hat, wenn der Mensch Hartz IV oder Sozialhilfe bezieht. Und dass das nicht reicht, da genügt doch eigentlich schon ein Blick in unsere eigenen Stromkostenabzahlungen. Das Problem der Energiearmut ist ja kein neues, es ist seit vielen Jahren bekannt, die Wohlfahrtsverbände weisen seit Jahren darauf hin. Und Sie sagen ebenso, dass der Regelsatz auf über 600 Euro angehoben werden muss, damit ein menschenwürdiges Leben geben kann. Und tatsächlich ist der Regelbedarf in diesem Jahr nur um 3 Euro angestiegen. Das ist weniger als 1%. Und gleichzeitig galoppiert uns die Inflation mit über 7% davon. Wenn wir einkaufen gehen, merken wir das alle. Wir greifen alle tiefer ins Portemonnaie, wenn wir Mehl einkaufen, Speiseöl, Obst und Gemüse. Die Berliner Lebensmittelausgabenstellen Leib und Seele berichten davon, dass sich mittlerweile viel, viel mehr Menschen bei ihnen anstellen. Die Preise für Heizöl und auch Gas haben sich verdoppelt. Und das dicke Ende, nämlich die ganzen Schlussrechnungen der Energieversorger und auch die Betriebskostenabrechnung, die kommen ja erst noch. Und deswegen glaube ich, dass wir hier vor einer enormen Armutsspirale stehen. Und liebe CDU, also nicht etwa irgendwelche Erhöhungen von Parkraumbewirtschaftungsgebühren sind sozusagen der soziale Sprengstoff, sondern tatsächlich die Erhöhung, die steigenden Preise bei Energiekosten und bei den Lebensmitteln und auch bei der Miete. Mein Kollege Kurt von den Grünen hat das bereits angesprochen. 1700 Haushalte waren im letzten Jahr ohne Kochmöglichkeit und ohne Heizung, weil ihnen der Gashahn zugedreht wurde. Über 12.500 Haushalte waren ohne Strom. Und Energiearmut, das ist wirklich eine enorme Form von Ausgrenzung. Eine kalte Wohnung, ganze Familien sitzen im Dunkeln, es gibt kein warmes Essen mehr und der Kühlschrank ist mausetot. Und deshalb geht es hier um schlichte Existenzsicherung. Es geht hier um nichts weniger als um Würde. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass das Thema Energiearmut und auch das Thema Armut in der Berliner rot-grün-roten Koalition ganz ernst genommen wird. Wir sprechen wirklich ganz intensiv über Maßnahmen, die wir hier im Land Berlin ergreifen können, um tatsächlich Armut und Ausgrenzung zu verhindern. Wir wollen, dass niemand seine Wohnung verliert. Wir wollen, dass niemand im Dunkeln sitzt. Wir kümmern uns um den sozialen Zusammenhalt dieser Stadt. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns deshalb auch verabredet, einen Härtefallfonds zur Übernahme von Energieschulden aufzulegen. Das ist nicht etwa eine Ursprungsinitiative der CDU. Und die Hintergründe für solche Energieschulden, die sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Einkommensarmut in aller Regel. Es besteht schon eine Verschuldungssituation, weil beispielsweise schon Mietrückstände bestehen oder weil Menschen ein Darlehen beim Jobcenter abzahlen müssen, weil sie sich gerade einen neuen Kühlschrank anschaffen mussten. Oder aus persönlicher Überforderung oder weil einfach psychische Ausnahmesituationen vorliegen. Und deswegen ist es richtig, dass Rot-Grün-Rot mit der Rücklage Energiekostensteigerung sowohl versucht, die Energiekostensteigerung im öffentlichen wie auch im privaten Bereich abzufedern. Immerhin wollen wir dafür 380 Millionen in den nächsten beiden Jahren einstellen. Und darunter auch der Härtefallfonds gegen Energiearmut. Und dieser Härtefallfonds Energiearmut soll sich vor allen Dingen an Haushalte mit geringem Einkommen richten. Und, meine Damen und Herren, selbstverständlich steht auch der Kampf gegen Kinderarmut weiter auf der Tagesordnung. Ein Viertel der Berliner Kinder und Jugendlichen sind auf Hartz IV angewiesen. Davon kommen die Hälfte aus alleinerziehenden Haushalten. Und auf Berliner Ebene können wir leider nicht die Kindergrundsicherung einführen. Wir können auch leider nicht den Hartz IV-Regelsatz anheben. Aber was wir tun und was wir schaffen, ist die Voraussetzung dafür hinzukriegen, dass Berliner Kinder und Jugendliche so viel Teilhabe wie möglich haben und wir Armutsfolgen abmindern. Offen gesagt, letzte Legislatur, als Rot-Rot-Grün das kostenlose Schülerticket eingeführt hat, da ist mir wirklich das Herzchen aufgegangen. Also nicht nur, dass man zur Schule fahren kann, sondern auch nachmittags kostenfrei in den Sportverein oder in den Musikunterricht. Das Mittagessen für Grundschülerinnen und Grundschüler ist kostenfrei geworden. Und auch in diesem Jahr, mit diesem Haushalt, den wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen verabschieden werden, setzen wir entsprechende Schwerpunkte. Rot-Rot-Grün wird für die Kinder in der dritten Klasse die Beitragsfreiheit für den Hort einführen.
Wir geben mehr als 4 Millionen Euro in die Familienberatungsstellen und auch in die Erziehungsfachstellen. Wir geben fast 1 Million in die Bezirke zur Bekämpfung gegen Kinderarmut. Es gibt den kostenfreien Museumssonntag und, mir ganz besonders wichtig, wir werden den Berliner Landesmindestlohn auf 13 Euro anheben, damit tatsächlich von Arbeit man auch leben kann. Und das, meine Damen und Herren, das ist konkrete Arbeit für den sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt. Und dabei spielt auch die AV Wohnen eine wichtige Rolle. Sie ist ein zentrales Instrument seit Jahren. Es ist die Wohnkostenregelung für die Menschen, die im Sozialleistungsbezug sind. Und sie sorgt dafür, dass Menschen in dieser Stadt, die wenig Geld in der Tasche haben, weiterhin ihre Wohnung ihr Zuhause nennen können. Und auch deswegen haben wir uns verabredet, die Richtwerte dort bei der Bruttokaltmiete und auch bei den Heizkosten anzupassen. Wir haben uns darauf verabredet, dass Mietschulden und auch Energieschulden regelhaft als Beihilfe übernommen werden sollen, nicht nur als Darlehen. Und von einer solchen Regelung werden vor allen Dingen Erwerbsminderungsrentnerinnen profitieren, werden Altersrentnerinnen profitieren. Das sind solche Menschen, deren Rente zum Leben nicht reicht und bei denen vor allen Dingen chronische Erkrankungen vorliegen. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, kann das Land Berlin natürlich nicht der Ausfallbürger dafür sein, dass der Bund seine Hausaufgaben bei den steigenden Energiepreisen und auch bei den steigenden Mietpreisen nicht in ausreichendem Maße macht. Das sogenannte Energieentlastungspaket verzeichnet erhebliche Leerstellen. Tatsächlich ist es so, dass die Einmalzahlung für Rentnerinnen, und davon ist immerhin jeder Fünfte in der Bundesrepublik arm, dass auch eine Einmalzahlung für Studierende sich nicht in diesem Entlastungspaket findet. Da hat die CDU recht mit ihrer Kritik. Aber dafür trägt doch nicht etwa der Berliner Senat die Verantwortung, sondern die Ampelkoalition im Bund. Und lieber Herr Baustürm, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, also an der Stelle muss ich schon mal sagen, also Ihr Finanzminister ist es im Bund doch, der tatsächlich die Umverteilung von unten nach oben vorantreibt. Die Idee billiger tanken und fahren und Bahnfahren ist doch mit Blick auf den Tankrabatt krachend gescheitert. Die Züge sind zu Pfingsten voll, die Punks feiern auf Sylt, aber tatsächlich steigt der Spritpreis, und zwar trotz Absenkung der Mineralölsteuer. Also hier wirtschaften sich doch vor allen Dingen die Mineralölkonzerne in die eigene Tasche. Und aus meiner Sicht ist es doch ein Armutszeugnis, dass die FDP sich massiv für den Tankrabatt einsetzt, damit Konzerne mit Staatsgeld subventioniert und gleichzeitig jegliches Abschöpfen von Extraprofiten verhindert. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Krestel von der FDP-Fraktion. Nein, vielen Dank. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es richtig, dass der Berliner Senat der Bremer Bundesratsinitiative zur Einführung einer Übergewinnsteuer beitreten wird. Wer von Krisen und Kriegen profitiert, der muss zahlen. Und das sind vor allen Dingen die Energiekonzerne. Und aus meiner Sicht brauchen wir doch jetzt erst recht einen sozialen Interessensausgleich. Die Idee von Bundesminister Heil für ein soziales Klimageld, gut, begrüßen wir als Linke. Lassen Sie uns über die Ausgestaltung diskutieren. Wir brauchen aber für einen sozialen Interessenausgleich tatsächlich auch einen Energiepreisdeckel. Ein Interessensausgleich muss selbstverständlich auch Schutz von Mieterinnen und Mietern beinhalten. Vonovia macht es doch gerade mit der Ankündigung zu seiner Mieterhöhung vor, dass diesem Konzern schlichtweg Mieterschutz schnurzegal ist und nur die eigene Rendite zählt. Und deswegen braucht es einen bundesweiten Mietendeckel und freiwillige Verpflichtungserklärung, Selbstverpflichtungen von Wohnungsunternehmen reichen an dieser Stelle nicht aus. Meine Damen und Herren, und selbstverständlich ist der Bund in der Pflicht, sich deutlich mehr um Transferleistungsbeziehende zu kümmern. Die Regelsätze bei Hartz IV, in der Sozialhilfe und auch beim Asylbewerberleistungsgesetz müssen deutlich angehoben werden. Aus meiner Sicht fände ich es gut, wenn Energieschulden statt tatsächlich als Beihilfe übernommen werden, statt bisher als Darlehen. Denn wir müssen doch für die Betroffenen die Armutsspirale durchbrechen. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass die Ampelkoalition im Bund die jetzige Übergangsregelung zur Übernahme der Wohnkosten fortführt.
Bisher werden bis zum Ende dieses Jahres die vollständigen Miet- und Heizkosten übernommen. Die Regelung ist leider befristet wegen der Covid-19-Pandemie, aber ich denke, die aktuellen Krisenzeiten gebieten es tatsächlich, diese Regelung auch fortzusetzen. Denn wir müssen uns immer vergegenwärtigen, die Wohnung, das ist das eigene Zuhause. Und gerade bei Transferleistungsbeziehenden ist sozusagen die Wohnung oftmals der einzige soziale Ankerpunkt, den diese Menschen noch haben. Und wichtig ist mir auch, und auch hier ist der Bund in der Pflicht, Energie- und Gassperren müssen verboten werden, weil es um ein Leben in Würde geht.